So, ich begrüße euch zurück zu Part 25 von Luigi's Mansion Dark Moon. So, wir sind immer noch hier mit diesem Plagegeist von Toad zusammen, den wir irgendwie wegschaffen müssen. Auf jeden Fall wissen wir, wo es einen Edelstein gibt und wir wissen, wo wir weiter müssen. Denn wir haben einen Schlüssel gefunden, den wir hier einsetzen können. So, und die Animation können wir auch schon, deshalb kann ich die auch überspringen. So, was erwartet uns hier denn noch? Prospektionskammer. Okay, das hört sich ja mal echt nice an. So, hier haben wir nichts mehr, okay. Oh, hier ist Eis. Okay, lass mich raten. Du hast hier keinen Bock, damit zu gehen. Ich habe schon verstanden, aber du kommst mit mir mit. Aber erstmal hole ich mir diese Goldspinne hier, die mir einen Goldbarren gibt. Okay, ich sehe hier was schwimmen. Du kommst mit mir mit. Und wir werden jetzt hier durchs Eis krachen dieses Mal. Denn ich denke, das ist wichtig. Oder? Oder ist es nicht wichtig? Ich weiß es jetzt nicht. Weil viele das jetzt nichts gebracht, wenn ich ehrlich bin. Oder muss man das einfach machen? Ja, scheint so. Okay. Och, Mann, jetzt hat sich das schon wieder Ach so, das entwickelt sich immer. Ich muss den irgendwie... Die haben irgendwie alle Angst vor Wasser, kann das sein? Wunderbar. Also musste man den hier rüberschmeißen, okay. So, jetzt möchte ich mal gucken, was hier noch passiert, wenn wir hier dran drehen. Aha, da geht mal was auf. Okay, wieder mal ein bisschen Kohle. Und die können wir bestimmt gut gebrauchen. So, ist hier noch was? Nein, du gehst da nicht lang. Oh mein Gott. Was ist denn bitte daran so schwer, dass du da nicht hingehst? Oh mein Gott, wie mich der jetzt schon wieder aufregt, ey. Bleib doch einfach da. Wehe, du folgst mir. Geht doch, dann heul erstmal eine Runde. Also eigentlich ist Blau ja meine Lieblingsfarbe, aber der regt mich bisher am meisten von all den drei Toads auf, die wir bisher mit denen wir so zu tun gehabt haben. Das kann ich euch sagen. Schneeschacht. Okay, ein paar Coins. Achso, hier können wir lang. Okay, ist kein Abgrund. Irgendwas versteckt so. Okay, eine Truhe hier. Oh. Nichts da, meine Freunde. Ein Schlüssel. Okay, das war wichtig, denke ich mir. Mal so. Und sonst ist hier mal wieder nichts. Okay, wunderbar. Komm mit, Toad. Die Coins nehmen wir uns mit. Sonst nichts mehr. Okay, aber hier ist doch noch wohl was. Neben diesen blöden Fledermäusen. Ne, finde ich gut, dass sie mir hier etwas geben. Okay, ob das so gut ist, das hier so ziehen zu ziehen zum Feuer. Ich weiß es nicht. Es wird wohl gleich eine Explosion geben. Naja, ich habe schon größere Explosionen gesehen. Auf jeden Fall ist hier was. Ein... Kanister. Oh. Okay. Wieder so eine Bonusaufgabe. Und ich glaube, wir haben die Aufgabe in 40 Sekunden, diesen Schneemann hier wieder zusammenzubauen. Und ich glaube, wir sollten uns beeilen hier mit diesen Steinen. Boah, was soll denn der Scheiß? Scheißdreck hier. Das schaffen wir nicht mehr. Nee, jetzt schaffen wir es eh nicht mehr. Wo ist noch ein... Na toll. Ein einziger hat gefehlt. Und ich denke mal, wir kommen jetzt nicht mehr raus, ne? Nee, war ja klar.
Daumen hoch dafür und vor allem Ding dann, wenn da noch ein Edelstein war. Ich werde es, so wie den zweiten, gleich danach reinschneiden. Euch habe ich doch schon gesehen. Ha! Ich habe die... Das finde ich jetzt... Das finde ich jetzt nicht nett. Wie der sich hier mit dem Tod schützen will. Dass ich den nicht... Dass das nicht angeblendet wird. So, du gibst mir schön den roten, den Inhalt für 3. Wunderbar. Wie viel Dynamit hier auch ist. Habe ich hier was gesehen? Nee, denke ich mal nicht. Okay. Ja, Moment mal. Das ist eine Bombe. Okay, die hatten wir auch, die gab es ja auch zur Hülle in der, letzten Villa. Mal gucken, was die hier so bringt. Okay, die macht wohl irgendwas auf. Toll. Ich denke mal, das ist einer der schlechtesten, Missionen, die ich je gespielt habe. Einen Edelstein kriegen wir noch, aber ich denke mal, es wird nicht der sein, den ich bekomme. Hier nämlich. Und irgendwie sieht die Brücke mir auch nicht so nett aus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Ach ja, ich brauche den Toad und lass mich raten. Wenn ich jetzt mit dem da hingehe, bricht das Eis, ne? Ja, war ja klar. Ja, okay. Ich denke mal, die Tür ist für uns erstmal tabu. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Über diese sehr gefährlich aussehende Brücke. Ich denke, wir müssen hier erstmal stramm ziehen. Okay, dann machen wir das erstmal. Ach so. Oh, na toll. Jetzt dürfen wir wieder hier balancieren. In dieser. Ich habe irgendwie den Buhu gehört. Mal gucken, ob es den hier gibt. Dum, dum, dum. Auf jeden Fall, hier hätten wir einen weiteren Edelstein. Ach, das ist der doch nicht. Okay. Was hätte es denn dann gebracht? Okay, jetzt funktioniert der Sessellift wieder. Aber wie kriege ich jetzt noch den Toad jetzt auf die andere Seite? Das ist jetzt die Frage. Wenn ihr das wisst, was da ist, dann schreibt es in die Kommentare. Oder, naja, vielleicht habt ihr schon geschrieben, aber... ich werde es, wie gesagt, gleich zeigen, was es bringt. Och. Also, der regt mich echt auf. Wie soll das gehen? Oder muss ich ihn erst dahin bringen? Ne, das geht auch nicht. Ich hab echt jetzt, bin ich jetzt auf dem Schlauch, wie ich das machen soll? Oder kann ich mit dem balancieren? Nee. Nein, das bringt erst recht nichts. Nö, ich habe keine Ahnung. Wie soll das gehen? Oder muss ich jetzt auf der anderen Seite... Ich glaube, ich muss es noch auf der anderen Seite stramm ziehen. Glaube ich so. Und ich krieg hier gleich echt noch ein Raster. Ich weiß echt nicht, ey. Also. Irgendwie läuft das hier gerade gar nicht. Keine Ahnung. Gut, ich weiß auch, dass hier ein Windzug ist, der mich etwas behindert. Aber trotzdem lenke ich dennoch dagegen. Und ich muss echt diese Mission hier gleich beenden. War das denn so schwer? Ich denke nicht. Kommst du jetzt mal mit? Dankeschön. So, ich denke mal, wir hätten sie jetzt gleich beendet damit. Oh mein Gott. Boah, ey.
Ich weiß nicht, was mich mehr aufregt. Der Toad. Oder diese ganze Mission. Völlig unnötig, das Ganze. Warum sind die Katzen da jetzt? Auf jeden Fall, jetzt kommen wir hier wieder in dieser Halle wieder. So, und ich hoffe, dass der Toad mich jetzt dahin lassen wird. Okay, was soll ich mit den Dingern hier machen? Muss ich etwa ins Feuer halten? Das ist aber echt brutal. Nee. Okay, ich muss die irgendwie an die Wand schleudern anscheinend. Okay. Irgendwas sagt mir, dass das da oben ist. Die sehen irgendwie total komisch aus. Wie komme ich denn da oben hin? Irgendwie muss es da noch eine Möglichkeit geben, das Feuer zu löschen. Jedenfalls so nicht. Irgendwie Katzen, glaube ich, gar nicht. Naja, egal. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir beenden die Mission hier, weil hier muss es eigentlich sein, weil einen anderen Ort wüsste ich jetzt nicht. Oder Moment mal. Ach, jetzt komme ich ja nicht mehr rein. Okay, ja dann. Du hast gewonnen, Toad. Haben die Katzen irgendwie ein Problem? Oder wird man das auch sein soll? Ach, naja, egal. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir gucken uns mal an, was der Igitt so zu sagen hat. Und dann werde ich gleich reinschneiden, was passiert, wenn man den Schneemann wieder richtig baut. Und was passiert, wenn man, wo der zweite Edelstein ist. Puh, ich hatte mir schon fast Sorgen gemacht. Ich dachte schon, ich müsste euch beide persönlich suchen gehen. Der Toad ist bereits wohlbehalten angekommen. Um dich und dich wollen wir auch nicht vergessen, Luigi. Einen Augenblick nur. Na, ist ja wunderbar. Wunderbar. ...26 Minuten, 10 Geister, 60 Herzen... ...und ein Sternrang. Ich weiß, es war richtig schlecht. Gut. Wird Zeit, es gleich besser zu machen. Aber echt, also die Mission... Keine Ahnung, also die hat mir jetzt nicht so viel Freude bereitet, wenn ich ehrlich bin. Naja, was soll's. Kann man nichts ändern. Willkommen zurück, Luigi. Das hast du fein gemacht. Der Schreckweg 0915 platzt vor lauter Geistern und Reichtümern sehr sicher, schon aus allen Nähten. Naja, geht. Ich glaube, es war schon mal mehr. Naja, was soll's. Okay, ein Edelstein und noch ein und noch ein und noch ein und 4000. Genau, auch der Buhu, der fehlt ja auch noch. Gut, ich würde da mal sagen, ach nee, Igitt muss, wird ja noch was erzählen. Der Tod sieht leicht verschreckt aus, aber, den peppeln wir schon wieder auf. Hoffe ich mal. Er hat das Finstermundstück nicht gesehen, aber dafür viele, viele Geister und auch Buhus. Vor allem aber erwähnte er gemeinglitzklingendes Gelächter tief aus dem Herzen der Mine. Das hört sich gar nicht gut an, wenn du mich fragst. Er hatte auch eine 3D-Aufnahme des Sicherheitssystems dabei, wie seine zwei Kollegen. Ich mache mich gleich ans Dekodieren. Ja, die werden wir dann auch noch sehen in diesem Part, aber erst, wenn ich diese Sachen hier gefangen, gesucht, gefunden habe und so weiter und so fort. Bla bla bla. Gut, bis gleich. Ja, unser netter, super duper zweiter Edelstein befindet sich hier in diesem Anglerhäuschen. Ja, wie ich das nicht einsammeln konnte, ist mir ein Rätsel, weil wir hatten eigentlich jeden dieser Fische hier geholt. Und dann... Seht ihr, hier kommt da ein bisschen Geld raus. Und wenn man vielleicht ein bisschen besser hinsieht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hier in dieser Rille soll sich auch so ein Ding finden. Wie man darauf kommt, ist mir ein Rätsel. Ob man das hier auch machen muss, weiß ich nicht. Ich habe das so gelesen. Ob das so stimmt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch zu den beiden anderen Dingen gehen.
Und jetzt geht das Rohr runter. Und ich krieg schon Angst. Naja, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann gleich bei dem dicken Schneemann und dem Buhu. Bis gleich. Sieht das nicht irgendwie merkwürdig aus? Ja, ich finde auch. Wenn man nämlich zum zweiten Mal hier hingeht, ist es doch hier merkwürdig, dass auf einmal hier ein Fass fehlt und dass Luigi sich auf einmal hier nicht mehr spiegelt, genauso wie der Toad. Denn das ist nur ein Laken. Ach, komm schon. Ach, na guck mal an, was haben wir denn hier Schickes? Das Fass fehlt. Wir sehen uns jetzt. Und hier fehlt tatsächlich ein Fass. Auch nicht der Dreckstoad, ey. Kommt her. Komm her, du Drecksding. So, und was ist da? Natürlich, der Buhu. Hoppla, da bekomme ich schon angeburzelt und mach dir den Burzelbaum. Aha. Oh, das Geile ist, wir können ihn im Spiegel sehen. Tja. 35. Ich glaube, so viel hatten die auch noch nicht gehabt, aber trotzdem. Auch wenn du mich reinlegen willst, das hat nicht geklappt. So, du bleibst noch einmal da, von mir aus. Oh, mache ich gleich. Jetzt muss ich erstmal den hier fangen. Ach komm, ey. Kannst du den nicht einfach mal abhauen, ey? Ich lasse ihn vielleicht mal hier hinkommen, dann geht's einfacher. Ach nee, der kommt da jetzt nicht mehr hin. Hau doch einfach mal ab, ey. Boah, wie mich dieser Dreckstoad schon wieder aufregt. Geht doch. Meine Fresse, der kann auch nur im Weg stehen. Puh. Naja, was soll's. Tschüss. Also der hat ganz schön viele Nerven bereitet, das muss ich mal sagen. Eier Schwede. So, und was passiert jetzt noch, wenn ich das hier mache? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Kannst du dich nicht einfach irgendwohin verpissen, wo du nicht nervst? Ach so, ja. Gut, nochmal ein paar Coins. Naja, bringt eh nichts mehr. Gut, wir sehen uns dann gleich noch beim Schneemann. So, und damit geht der Wahnsinn los. Jetzt gilt es, jetzt dürfen wir hoffen, dass wir das Ding hier jetzt schaffen, den Schneemann hier zusammenzustellen. Ich kann nur schon mal so viel sagen, die Belohnung, die wir dafür kriegen, ist lame. Richtig lame. Aber gut. Egal, wir müssen uns jetzt beeilen, jetzt dürfen wir nicht nochmal failen. Auf jeden Fall sieht's gut aus. Die oberen haben wir. Ich glaube nur noch einer. Komm, das schaffst du doch, Luigi. Doch, noch zwei. Egal, schaffen wir trotzdem. Yes! Boah, ganz schön schwer. Und der Belohnung, ein schöner Geldregen. Naja, gut, also im richtigen Leben hätte ich damit nichts gegen, aber trotzdem. Also ein Edelstein sind dann doch etwas wertvoller als ein paar Scheine. Naja, was soll's. Noch irgendwo, ja, hier sind noch ein paar, die rumflattern, aber naja, was soll's. Also ist doch ein bisschen heftig, das muss man so sagen. So, also ich würde sagen, ich schließe die Mission jetzt eben noch ab und dann sehen wir uns bei der nächsten Mission jetzt gleich wieder. Bis gleich. Heiliger Schwede.